den Hügel rauf! Oh ja, stimmt, wir sind hier mitten. Bitte, schnell! Wir machen bei der Dr. Connors Rettung gewesen. Weiter geht's. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Sie zum Labor. Oh mein Gott. Heute jetzt muss ich mich an die Steuerung gewöhnen. Ich bin die ganze Zeit ready gefahren, die letzten Tage. Ziel im Visier. Granate! Nicht sterben, nicht sterben! Weg! Diese Jäger sind doch eindeutig lebensmüde. Erst Tombstone, jetzt Lizard. Sie machen wohl nur die Drecksarbeit für ihren Boss. Sie müssen ein dickes Gehalt kriegen. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell. Ey, es wird irgendwann ein bisschen zu viel gerade, oder? MJ, geht weiter, aber vorsichtig! Ein paar Jäger versperren uns den Weg. Sie haben sogar ihre Haustiere mitgebracht. Jungs, das sieht nicht gut aus! Ich spüre es! Bitte! Wir sind fast da, Doc! Schön tief atmen! Okay! Okay! Geschafft! Los, weiter! Es ist nicht mehr weit! Geht's euch beiden gut? Erstmal! Nicht gut! Ihr müsst die Typen schnell loswerden! Beeilung! Ouch. Ihr werdet dem Meister nicht den Abend ruinieren. Das macht ihm keinen Spaß. Also echt, was hat er denn gegen eine überraschende Wendung? Wenn euer Boss so voll ist, warum kämpft er dann nicht gegen uns? Aber eure schon? Die haben echt kein Selbstwertgefühl. Er ist da oben. MJ, wie sieht es aus? Wir lassen nicht zu, dass die ihnen was antun. Alles wird gut. Bitte. Ich kann das nicht nochmal. Spider-Man! Tut mir leid, aber wir müssen los. Autsch. Käfige. Feuer. Oh. Die rote Farbe. Autsch. Schnitt sie schon auf! Ich kann nicht! Doch, bestimmt! Erzählen Sie von Ihrer Familie! Ah! Hey, los! Sehen Sie mich an! Alter! An die Arbeit! Wir geben euch Deckung! Das, damit kann ich ein Gegenmittel machen. Anton, danke für den Raid. Ehre, mein Lieber, was geht? Geht's jetzt zum Jubiläum? What? Was? Tut mir leid. Ach so, stimmt, der Lizard. Oh mein Gott. Nein! Nicht so giftig, wie alle sagen. Okay, Venom kannst du die mal aufnehmen. No, Pete. Was? Was? Ich hab dich. Komm,
Ich bring dich hier raus. Ey, der nimmt doch jetzt Harry mit, oder? Oh. Ich fühle mich mitträchtig. Sieh es mal so. Das ist deine bisher coolste Narbe. Ja, MJ. Ich glaube, ich... Atme ich. Ich bring dich um. Harry! Ja, tu das. Achtung! Alles wird gut, komm schon. Ich kann nichts sehen. Moin, Benjamin, was geht? Na los, Pete. Ein Schritt nach dem anderen, komm schon. Der Titel ist Produkt der Mods. Tut mir leid. Das ist die Zeit. Ich. Siehst du, wir sind fast. Pete, sprich mit mir. Was ist geschafft? Halt ja, durch. Aber was ist geschafft? Halt durch! Wo willst du hin? Komm schon! Steh auf! Harry! Pete? Bitte bleib bei uns. Komm schon. Pete, komm, das ist doch nichts. Weißt du, noch in der 5. Klasse als... Nein. Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Pete. Nein! MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Was? Was? Oh, fühlt sich das gut an? Lebt noch! Euer Boss muss wohl besser zielen. Ist da oben! Dann tut er mir wirklich leid. Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich bin gerade komplett weg. MJ, ich bin unterwegs. Was bist du? Verfolgt Lizard. Die Spinne gehört mir.
Entspannt euch. Mir geht's gut. Wahrscheinlich war es Harrys großer Wille, dass er da, dass der Organismus rübergeht. Wasser. Wasser. Hol ich. Der Anzug heilt also deine. Ja. Das heißt, ohne ihn bist du. Ja. Okay, wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay, ich versuch's mal. Pete, du hast da etwas im... Was ist... Okay, nicht was ich... Was zum... Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Craven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen. Alter, ich bin gerade komplett... Also... Dass wir Venom spielen, finde ich halt hart krass. In Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Gute Idee. Ganz kurz. Fertigkeiten. Ich spiele halt jetzt einfach. Hatten wir davor schon diese Tech Tree von Peter und ich habe es einfach nur nicht gesehen, oder was? Was ist das denn? Ja. So, wir werden jetzt auf jeden Fall so ein paar Dinge hier. Let's go, Erschütterungsstoß. Ja, so ein paar Heldenmarken und so weiter und so fort nutzen wir. Schaden in irgendeiner Form mal erhöhen. Fähigkeiten? Ah ja. Ach, ich kann gar nicht normale Attacken mehr nehmen, oder was? Ich habe jetzt alle Venom-Attacken einfach nur, oder was? Maximal unerwartet. Ich bin gerade... Also, ich bin gerade maximal verwirrt. Oh, der ist schön. Ach, keine Technikteile. Schade. Egger ist... Ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay, vielleicht hilft der Craven uns ein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen, okay? Ich gebe mein Bestes.
Ich pass auf. Versprochen. Spider-Man-Wechsel, Lücke 4, komm jetzt zu. Oh. Hä? Ein Mysterium. Siehst gut aus, Pete. Ja, aber ich will wieder wechseln. Ach, wait, ich bin gerade als Miles unterwegs, oder was? Ah. Warum konnte ich das gerade über Viereck einfach machen? Spider-Man-Wechsel erforderlich. Okay, okay, never mind. Hoffentlich macht es Dr. Foster nichts. Okay. Gut, dass Sie dabei sind. Ihre Freunde bei Feast sind jetzt unsere Partner. Zur Ernährung der Gemeinde wollen wir Ah, es ist Only Miles. Okay, okay. Never mind. Bitte nehmen Sie dafür ein paar Proben der lokalen Fauna. Danke. Und nutzen Sie den Gensplicer. Naja, okay, gut. Proben nehmen. Intro-Text ist langweilig. Gensplicen und die Leute ernähren. Machen wir die Quest. Schätze, let's go. Das kann ich verbessern. Wollte keiner nicht pennen eigentlich? Also, bin happy, dass du da bist, aber... Ich scanne mal diese Ranken. Die hier sind effizienter mit Wasser. Die kann ich nehmen. Die hier ist äußerst produktiv. Jede Menge Früchte. Perfekt. Das ist eigentlich Unkraut, aber die Widerstandsfähigkeit könnte helfen. So, ich habe großartige Proben. Zeit, sie zusammenzubringen. Let's go. Unglaublich, dass die EMS die GVOs zur Open Source macht. Profit sollte bei menschlichen Grundbedürfnissen kein Teil der... Achso, ich habe Invert statt dich verabschiedet. Oh. Ja gut, ich bin halt nicht der Hellste, ne? Also, warte mal, die beiden müssen rein. Mal sehen. So könnte's passen. Ich freue mich, Sie wachsen zu sehen. Wenn das klappt, wachsen diese Pflanzen schneller und tragen mehr Früchte denn je. Stell dir einmal vor, was Feast mit all dem tun könnte. Ich würde hier gerade viel zu unkoordiniert. Also, ein so ein Dreierding muss da rein. Ist entweder das oder das andere. Ich nehme mal das hier. Das hier passt da rein und das hier passt hier rein. Let's go. Nice. Okay, ich habe ein paar neue Hybridsamen für Sie gemacht. Das sage ich oft. Alles vorbereiten, um die Samen einzusäen. Erstmal ihr Wasser optimieren. Ach so. Vielleicht sollte ich das Ventil öffnen. Oh, ich sollte das flicken. Offenbar mindern mehrere Lecks den Wasserdruck. Ich muss alle finden, damit es läuft. Ja! Wagen blockiert das Rohr. Muss nur noch ein paar mehr. Wäre kontraproduktiv, wenn ich alle Pflanzen ertränken würde. Oh, da.
May hatte einen grünen Daumen mit Tomatenpflanzen. Vielleicht habe ich grüne Weben? Und ich glaube, das müsste reichen. Dr. Foster wird sich freuen. Er muss nicht wissen, dass Spider-Man geholfen hat. An welchen anderen Projekten die EMS wohl noch tätig ist? Diesmal eine ganz besondere Episode. Heute habe ich die großartige und geniale Stadträtin Rio Morales bei mir, um über alles zu quatschen, was in letzter Zeit in Harlem los war. Schön, dass Sie da sind, Rio. Schön, wieder da zu sein, Danica. Also, es gibt Berichte über einen Raubüberfall in Harlem? Leider ja, aber das Harlem Cultural Center beherbergt Artefakte von resilienten, farbigen Musikern. Womit könnte man sie besser ehren, als ebenso resilient zu sein? Wir kommen wieder auf die Beine. Wenn ich etwas lebe, dann ist es Optimismus. Und Spider-Man war angeblich beteiligt? Was soll ich sagen? Kunstdiebe rechnen nicht mit Fälschungen. Oder mit Spider-Man. Sie sollten lernen, beides einzuplanen. Ja, oder? Spider-Man war also vor Ort. Das ist toll. Ob er wohl gut aussieht unter der Maske? Zumindest erzählt man sich das. New York wäre ohne ihn jedenfalls nicht dasselbe. Danke, Rio. Applaus für Rio Morales, die uns netterweise ihre Zeit geschenkt hat. Noch irgendwelche Ratschläge für unser Publikum? Wenn Sie Hilfe benötigen, bitten Sie einfach darum. Niemand von Bedeutung wird Sie verurteilen. Wow, hätte ich nicht besser gekonnt. Danica, Ende. Schade, die Idee war gut. Riecht das Ding. Mach dich diesen, André. Danke für den Raideroni. Heute ist echt auch der Tag der Raids. Vielen, vielen Dank, Mann. Was geht? Was habt ihr Schönes gemacht, WRC? Vielleicht steht's da schon. Ich guck gerade an euch. Days gone. Gute Nacht, Schwenno. Ja, gute Besserung dir, mein Lieber. Bei mir ist fast wieder alles genesen. Da bin ich recht lucky dabei. Bisschen verschleimt bin ich noch. Wenn du mich hörst, Marco, Puppentheater interessiert mich nicht. Alter, wie viel stärker wir auch jetzt plötzlich sind. Ich möchte nur helfen! Boah, F1-Duo, wenn man erkältet ist, aber auch mutig. Ich frage Sie, was Sie wollen. Und Sie sagen bloß, die Bestie in mir. Aber so bin ich nicht mehr. Schon lange, wie ich dir versprochen habe. Marco hat Sandman für seine Tochter aufgegeben. Und Kraven hat ihn für seine Jagd rausgezwungen. Ich sag, wie es ist, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das im Stream machen werde. Aber Spider-Man schreit wieder nach einem 100% Playthrough-Game. So. Ab geht's. Wir machen als Miles weiter. Nachricht von Ma. Muss es ein Prowler-Versteck geben? Nice. Hier
Vielleicht muss ich ihn woanders hin bewegen. Kleine Cam ist cool, nervt null beim Spiel. Oh, merci. Ich habe mir gedacht, bei Story Games wäre es halt schon cooler. Wie kriege ich das eine Ding hier hoch? War das? Wie kriege ich möglichst viel Gameplay-Bild hier rein? FSDN-Anfrage entdeckt, was? Ach, jetzt. Davon habe ich schon viele geöffnet. Damit es nicht wieder runtergeht? Oh, ja, warum springt er hoch? Immer her damit. Absolut gut gedacht, danke dir. Noch einer weniger. Wobei ich manchmal gerne meine Mimik sehen würde. Hey, Leute, für einen Hinterhalt müsst ihr euch clever anstellen. Bei manchen ja? Plot-Twists und so. Alter. Oh, da ist noch einer. Tschüss. Ich find's so satisfying, Leute an die Wand zu netzen. Alles in Ordnung, Junge? Es gab ein paar unbefugte Zugriffsversuche auf meinen Vorrat im Versandhof. Ich bin Cravens Jägern begegnet. Sie wollten tatsächlich deine Technik. Sie müssen echt gut sein, wenn sie es gefunden haben. Nicht mal dein Vater hat es geschafft. Dad? Es war der erste Showdown zwischen Officer Jefferson Davis und dem Prowler. Ich musste stundenlang im Frachtcontainer warten, nur um ihn abzuholen. Moment! Habt ihr auch eine Genehmigung dafür? Hm? Oh! Oh! Mike! Er atmet noch, aber... Ich bring ihn ins Krankenhaus. Ach, Mike Stiefelhagen hat wieder nur Quatsch im Kopf, ey. Ich wusste, mit dem Feuerwerk stimmt was nicht. Wird er es schaffen? Ja. Sieht aus, als wäre er nur bewusstlos. Aber ich gehe kein Risiko ein. Ah, wo bin... Spider-Man? Keine Bange. Ich bring dich ins Krankenhaus. Und ich muss darauf hinweisen, dass privates Feuerwerk in ganz New York verboten ist. Das wussten wir nicht. Die waren für unseren Bruder, Lex. Er ist vor ein paar Jahren gestorben und hat sie geliebt. Also schießen wir zu seinem Geburtstag immer ein paar ab. Oh Mann, tut mir leid. Sie fällt erstmal um. Wow. Oh, leg dich erstmal hin. So, das Personal hier ist super. Du bist in besten Händen. Danke. Warte, wenn dieses Feuerwerk so gefährlich ist, solltest du dir anschauen, woher wir es haben. Bei den Docks nördlich von hier, zwischen den zwei Brücken. Ich glaube, ich kenne den Ort. Ich seh's mir an. Hey, ich hab Mike abgeliefert. Er meinte, ich sollte mal nachschauen, wo ihr das Feuerwerk her habt. Die Typen vom Dock? Gute Idee. Sei vorsichtig. Zwei von denen hatten Waffen. Also richtige Waffen. Ja, moin. Ich bin vorsichtig. Danke. Ja, André, ich finde auch übelst geiles Spiel. Alter, und ja, gut, Anzug. Wenn unsere Ware in die Luft fliegt, gehen wir leer aus. Willst du tauschen? Kümmer du dich um die Waffen. Ich weiß, was ich tue. Anzüge sind immer Geschmackssache. Klar. Ich hoffe, danke für den Follow.
Hey, Jungs! Ich wollte euch warnen! Ein paar zwielichtige Gestalten verkaufen Schlechtes! Moment mal! Die Spinne ist hier! Ruf die Jungs! Wir brauchen diese Lieferung! Nice. Happy Birthday, Lex. Hast du das? Oh Mann, ich hoffe, Mike hat das auch gesehen. Lex würde das feiern. Viel Spaß euch noch in New York. Seid vorsichtig. Ja, das war jetzt weird. Lass mich doch schon direkt weiterschwingen. Why not? So, wieder ein Rollentausch. Let's go. Was ist passiert? Jäger, Sie sind hier seit Tagen unterwegs. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Es hat mich fast umgebracht. Ich kann dir nicht helfen. Ich kenne dieses Symbol. Bitte geh! Warten Sie! Ich kann Sie vor den Jägern beschützen. Um die geht es nicht! Ich habe das in Volgograd hinter mir gelassen. Das Feuer ist entzündet. Das ist jetzt sein Dschungel. Kraven? Kravinov. Kravinov. Das Feuer ist entzündet. Alter! MJ sagte, du wärst fast gestorben! Bist du okay? Hey, Miles! Ich hab mich nie besser gefühlt! Ich hätte bei... Warte. Wirklich? Absolut! Hey, ich ruf zurück! Ich muss Lagerfeuer ruinieren! Okay. Sie ist eher für uns gedacht als für ihn. Aber wer weiß. Wer hat Lust auf ein Spiel mit dem Feuer? Ha, Feuerwortwitz. Wodka. Sag ich doch, Wodka, wie hieß er nochmal? Kromanov. Nee. Wodka aus Volgograd? Ist wohl für eine Art Party. Ich frag mich, was es zu feiern gibt. Kravinov. Ziemlich unhöflich von Kraven, mich nicht einzuladen. Lol. Hat mich aber noch nie aufgehalten. Bin mir nicht so sicher, ob er wirklich mitfeiern sollte. Oder will. Wohin Kratexis?
Feuer ist noch gewaltiger als unsere Pläne für Lizard. Glaubst du, Craven hat endlich gefunden, wonach er sucht? Ich bin ihn auf seiner Suche bis ans Ende der Welt gefolgt. Habe die Enttäuschung in seinem Gesicht in jedem Winkel der Welt gesehen. Aber diesmal ist es was anderes. Dann werden wir darauf angehen. Habt ihr eine Genehmigung für das Feuer? Alter!